gleich in den TV Berlin Nachrichten. Corona-Demo sorgt für Chaos in der Innenstadt. Flughafen Schönefeld erhält neues Kürzel. Und neue Corona-Auflagen nach den Herbstferien. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 26. Oktober 2020. Aus Protest gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen sind am Sonntag in Berlin erneut Demonstranten der Initiative Querdenken auf die Straße gegangen. Dabei verstießen die Gegner der Corona-Politik gegen die Maskenpflicht und hielten den Mindestabstand nicht ein. Die Polizei sprach von rund 2000 Menschen, die sich auf dem Alexanderplatz versammelt hätten. Mit dem Wechsel auf den Winterflugplan bekommt der bisherige Flughafen Schönefeld das Kürzel BER zugewiesen. Damit verschwindet das bisherige Kürzel SXF. Wie die Betreiber mitteilten, verliere Schönefeld damit seinen Status als eigenständiger Flughafen und werde als Terminal 5 Teil des neuen Hauptstadtflughafens. Für die Schülerinnen und Schüler in Berlin hat am Montag wieder der Unterricht mit neuen Corona-Auflagen begonnen. Aufgrund stark gestiegener Infektionszahlen greifen deshalb strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So gelte für Schüler der Oberstufe sowie aller Berufsschulen die Maskenpflicht nun auch im Unterricht. Zudem sollen 3500 neu angeschaffte CO2-Messgeräte an den Schulen verteilt werden, um die Luftqualität in den Klassenräumen zu kontrollieren. Nach einem Kabeldiebstahl kam es im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Alt-Reinickendorf zu einer Signalstörung. Auf der Linie S25 kam es den ganzen Vormittag zu Verspätungen und Zugausfällen. Fahrgäste wurden gebeten, auf die Linien S1 und S26 sowie den Ersatzverkehr mit Bussen umzusteigen. Nach dem Brandanschlag auf ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts sind bislang keine Tatverdächtigen bekannt. Laut Berliner Polizei waren in der Nacht zum Sonntag Brandsätze gegen die Fassade des Gebäudes geworfen worden. Verletzt wurde niemand. Am Montag wurde bekannt, dass sich nun der Staatsschutz dem Fall annehme. Ermittelt werde wegen versuchter Brandstiftung. Nach Einschätzung von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche müssen Besuche von Angehörigen in Senioren- und Pflegeheimen auch bei steigenden Infektionszahlen weiter möglich sein. Dabei helfen können aus Kaleitsches Sicht neue Corona-Schnelltests, von denen das Land Hunderttausende bestellt habe und die seit dieser Woche vor allem in Berliner Krankenhäusern und der Altenpflege zum Einsatz kommen sollen. Der mit dem Coronavirus infizierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich mit einem Video aus der Quarantäne gemeldet. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, erklärte der Minister. Zudem appellierte Spahn an die Bevölkerung, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus einzuhalten. Bitte helfen Sie weiter mit. Und hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen und beschwichtigen. Es ist ernst. Wir wissen, was dieses Virus anrichten kann, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen, und bei den Älteren, den Höchstbetagten. Und auch bei Menschen in meinem Alter, bei Jüngeren, kann es zu schweren, ja schwersten Verläufen kommen. Deshalb geben Sie weiter aufeinander Acht, halten Sie die AHA-Regeln ein, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Wir sind diesem Virus nicht machtlos ausgeliefert. Wir wissen ja eigentlich, wie es geht. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Ticketvorverkauf für das kommende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg vorläufig unterbrochen. Grund für die Maßnahme sei die aktuelle Pandemielage. Man stehe bereits im Austausch mit dem Berliner Senat, erklärte der Fußballclub auf Twitter. Die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg findet an diesem Sonntag im Olympiastadion statt. Die Gesundheitsverwaltung hat am Montag 304 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin damit 26.093 Corona-Fälle gemeldet. Auch der sogenannte Inzidenzwert je 100.000 Einwohner ist weiter angestiegen. Er lag am Sonntag bei 122,7. Das 7-Tage-Mittel des Reproduktionswerts zeigte am Montag 1,39. Damit steckt ein Infizierter mehr als eine weitere Person an. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Nachdem der Abend noch grau und verregnet war, haben wir in der Nacht kaum noch mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 7 Grad. Der Dienstag zeigt sich überwiegend freundlich. Stellenweise können Wolkenfelder aufziehen, es bleibt bei maximal 12 Grad, aber trocken.
Der Mittwoch beginnt wechselhaft mit vereinzelten Regenschauern und Temperaturen um die 14 Grad. Am Donnerstag ziehen häufiger Regenschauer auf. Dabei wird es maximal 12 Grad warm. Am Freitag erwartet uns viel Regen bei Tageshöchstwerten um die 14 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.